Solange haben wir noch 250 Euro für Sie, die Sie noch schnell im Vorbeilaufen gewinnen können mit einem Ach-was-Quiz mit Harro und Anuschka und der Frage, wie das Fahrrad wohl richtig angeschlossen werden kann. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, suche ich mir immer einen Abstellplatz, an dem ich das Fahrrad auch festketten kann. Dann kann man es abgeschlossen auch nicht irgendwie wegtragen. Leider gibt es nicht überall Fahrradständer. Deswegen nehme ich dann einfach ein Verkehrsschild oder ein Straßenschild. Das ist auch gar kein Problem, das ist nämlich grundsätzlich erlaubt. Da irrst du aber gewaltig, Anuschka. In der Straßenverkehrsordnung ist das Anketten von Fahrrädern an Verkehrsschilder ausdrücklich verboten. Da stehen sie den anderen Verkehrsteilnehmern nur im Weg und behindern sie. Außerdem gehören die Schilder der jeweiligen Stadt oder Gemeinde, da darf man nicht so einfach dran gehen. Deswegen ist es besser, du suchst einen anderen Platz für dein Fahrrad, sonst wird es vielleicht teuer für dich. Tja, und das ist die Frage, um die es geht. 250 Euro sind gesetzt. Frau Domaschke aus Oppach ist in der Leitung. Hallo, Frau Domaschke. Ja, hallo. Grüße Sie. Wie würden Sie denn Ihr Fahrrad anschließen? Wie Anuschka am Verkehrsschild oder sagt Harro das Recht, das Richtige? Also am Verkehrsschild auf keinen Fall. Nee? Ich würde dem Harro Recht geben. Harro hat Recht. Ja. Gut, dann nehmen wir das mal so zur Kenntnis und hier kommt die Auflösung. Natürlich darf ich mein Fahrrad an einem Verkehrsschild anketten. Grundsätzlich ist das Abstellen von Fahrrädern fast überall erlaubt. Allerdings sollte ich dabei andere Verkehrsteilnehmer nicht behindern. Das heißt, es muss zum Beispiel genug Platz bleiben für einen Kinderwagen und ich darf das Verkehrsschild nicht verdecken. Noch ein Tipp: Vermeiden Sie beim Abstellen Ihres Fahrrads einsame Plätze. Belebte Plätze schrecken Diebe eher ab. Liebe Frau Domaschke, das war leider nicht richtig. Darf ich Sie trösten? Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm? Ich habe einen doppelten Trost für Sie. Also Sie kriegen zum einen unseren Küchenhelfer und zum anderen kriegen Sie noch diesen schönen orange-roten Rucksack für alle Wandertouren, die Sie vielleicht planen. Kommt mit Messer zusammen. Den gibt es jetzt immer, solange wir unsere Wanderkarte Deutschland haben, auch im Internet zu gewinnen über Facebook, wer da mal reingucken will und miträtseln möchte. Es gibt nämlich immer noch eine Rätselfrage zu dem Film, den wir gezeigt haben. Dann sage ich liebe Grüße nach Oppach, Frau Domaschke. Ja, danke schön. Und Sie nehmen sportlich. Das finde ich schön. Ja, sehr gut.